Herz, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Kingdoms and Castles. Und naja, gut, wir haben Kingdom, Castle haben wir noch nicht so wirklich. Aber schaut mal, guck mal, wir haben hier so einen Bogenschützenturm. Ja, der wird unser Krankenhaus bewachen. Das wird ja super Wahnsinn. Und hier hat uns wieder einer was zu erzählen. Third presence are unhappy, need a church or libraries. Ey, Leute, Alter, ihr habt eine Library. Ja, guck mal, 10 Leute haben uns besucht und keiner ist geblieben. Warum nicht? Ach so, wir haben keine Häuser mehr. Ah, da fällt mir was ein. Den riesen Manor hatten wir geplant. So. Und wenn wir den riesen Manor bauen, dann bauen wir ihn hier hin. Wow. Krass. Leute, das wird richtig krass. Die haben direkten Zugang, ja, zur Bäckerei, zu allen anderen schönen Dingen. da ist ein Brunnen, da ist ein Brunnen. Ich glaube, wir stellen mal hier, oder hier, noch einen Brunnen auf. Because, Brunnen, ah, very good. Lieber hier direkt zum Blacksmith. Falls er mal Feuer fängt, ne, kann er direkt ablöschen. So, boah, Alter, jetzt bauen wir eine riesen Villa hier hin. Ja, klar, wird ein paar Tage dauern. Aber, wenn wir mehr Bewohner haben, haben wir auch mehr Mitarbeiter. Und dann kann der Blacksmith, uns nämlich Armaments und Tools produzieren. Das ist ja mal wohl mega cool. Ja, Tool und cool, das reimt sich. Ne, aber bessere Tools sind halt auch wirklich praktisch, ne? Ich weiß ja nicht, wenn wir jetzt hier mit irgendwelchen Steinäxten Holz fällen, das ist ja auch lame. Ich denke, dass unsere Holzproduktion dadurch auf jeden Fall steigen wird im Ende. Wir haben ja gute Holzproduktion im Moment. Also hier der Förster, der hat hier einen dicken Wald. Der andere Förster hat hier einen dicken Wald. Der kann hier immer beförstern, wenn er will. Also, pff, sieht gut aus. Wir haben sogar ein Krankenhaus. Wer will da nicht bleiben? Leute, wer will da nicht bleiben? Oh, eine Church. Auch nochmal 50 Holz. Boah. Die Church, Leute, stelle ich dann irgendwie, dann mache ich hier noch eine Straße hin. Was war das? Da brennt was. Ein Feld brennt. Mein Feld brennt. Aber sie haben es früh genug gelöscht. Vielleicht, weil der Brunnen da gewesen ist? Fire. It took too long to store our harvest. Ja, ja. Erzähl mir doch nicht, dass der Harvest von da bis da oder von da bis da wegschimmelt. Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch, Mann. Oh, Blitze, Blitze. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Hier ein bisschen die Wolken wegblasen. Leute, ich sehe nichts. Es ist stark bewölkt. Okay. Da müssen wir runter. Da müssen wir in die Stadt. Was passiert hier? A terrible... Eine Plage. Eine riesige Plage. Alle sind krank. Ist das Hospital fertig? Keine Worker. Need more workers. Falalalala. Wir brauchen mehr Workers. Sollen wir vielleicht mal hier diese Steinmine schließen? Ich schließe mal eine Mine. Und dann schauen wir mal, wo die hinrennen. Weil, Alter, eine Plage ist ganz unangenehm. Ist eine ganz unangenehme Sache. Und dann ist die Happiness auch nicht mehr so groß. Wenn ich jetzt ein Dorffest veranstalte für Happiness, dann kriegen die da hinterher, wisst ihr Bescheid, ne? Was? 17 Menschen sind an der Plage gestorben? Oh Gott. Oh Gott. Der Archer Tower ist besetzt. Oh Mann. Ja, einer hat einfach das Kingdom verlassen. Wieso? Was ist denn an meinem Königreich so falsch? Oh Mann, ey, die Happiness ist ganz unten. Die Happiness, Freunde, die ist... Oh Mann. Ja, aber es tut mir leid, ich kann doch nicht allen einen Zugang zu einer Kirche. Guckt euch dieses Riesengebäude an. Oh Mist. Oh, die passt aber noch hier rein. Die passt noch hier rein, Leute. Ich glaube, ich stelle die da hin.
Aber dann nach innen, oder? So rum. So, Alter. Wenn ihr mal jetzt nicht glücklich seid, ne? Da ist eine Bibliothek, da ist gleich eine riesen Monsterkirche. Die ist direkt gegenüber von der Taverne. Also, Leute. 4 Leute haben schon wieder das Kingdom verlassen. Was ist mit euch los? Eine so eine kleine Seuche und ihr fallt schon direkt wieder aus den Wolken. Komm, Festival. Wir machen ein Festival zur Ehrung der Toten. Aber zum Glück braucht man hier nicht in diesem... Ich habe dieses andere Forester-Spiel da auch gespielt. Ich weiß gar nicht genau, wie das heißt. Das war aber auch super geil. Scheiße, mir fällt der Name nicht ein. Aber da brauchst du ja auch noch hier Friedhof und so ein Zeugs und Begräbnisstätten und... Oder war das bei Universim? Ich glaube, das war bei Universim. Das habe ich nämlich auch noch heimlich im Hintergrund und spiele das manchmal. Aber bis jetzt dachte ich mir immer, solche Spiele sind halt nicht so geil zum Let's Playen. Sie sind doch jetzt nicht der Oberhammer. Also, das ist nur für wirklich interessierte Leute oder halt die ganze Mecker-Fraktion, die dann einem immer erzählen will, was man besser machen kann. Und es ist immer halt schwer, mit so Inhalten zu füllen. Andere Spiele füllen sich halt selbst mit Inhalten, ne? Das ist halt bei solchen Spielen immer schwierig, deswegen spiele ich die jetzt nicht grundsätzlich als Let's Play, wenn ich mal Bock auf eins habe, so, weißt, was schmähne. So, jetzt können wir da noch eine Straße hinsetzen. Leute, ihr müsst die Straßen auch mal endlich fertig bauen, ne? Wenn ihr gerade eh in der Nähe seid. Hier, der Brunnen, wie lange braucht dieser Brunnen? Ihr seid ja crazy. Aber ich habe halt dick Stein im Moment. Habe ich denn genug Arbeiter hier? Not fully staffed. Warum arbeitet es nicht? Was ist mit der Bibliotheka? 2 von 3. Okay, wir müssen warten, bis mehr Leute kommen. Wir müssen warten, bis mehr Leute in die Stadt kommen. Dann kriegen wir auch mehr Arbeiter. Ich hoffe, da sind wenigstens mal ein paar Arbeiter dabei. Ja, diese ganzen, diese ganzen Hazis, die mir hier in die Stadt ziehen, ja. Die brauche ich nicht. Ja, zwei, die denken sich, oh, voll günstig. 2 Goldsteuer nur. So, schauen wir mal überhaupt mal so ein bisschen rum. Hier läuft's. Hier läuft's, das ist schön. Alter, ein Riesenhaus haben wir da hingestellt. Ein Riesenhaus. Und daneben kommt eine Riesenkirche. Und dann können die direkt in die Kirche pilgern. Was? Wikinger! Ach du meine Güte. Ach du meine Güte, bitte nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiße. Freunde? Oh oh. Wikinger rapen mein Zuhause! Wo sind die? Da, Wikinger rapen mein Zuhause. Haut ab! Haut ab, geht! Oh nein, oh nein, oh nein. Oh oh. Die haben da hart angelegt, Freunde. Die haben da hart angelegt. Okay, die werden uns wahrscheinlich zerstören. Die werden wahrscheinlich hier oben alles kaputt machen. Oh nein, Wikinger kommen in unser Dorf und rapen und zünden an. Oh Gott, scheiße. Mach die tot. Mach doch die Wikinger tot. Was war das? Oh nein, Leute. Wir haben richtig die A-Karte. Hey, lösch doch bitte das Ding. Ja, ja, los. Pfeile, Pfeile. Oh, wenigstens ein bisschen Archer Tower. Der Archer Tower hat wenigstens ein bisschen was gebracht.
Diese Schweinehunde. Der will in mein Castle. Vertreibt sie, vertreibt sie. Schieß auf ihn, mach ihn kaputt. Die geben ihm richtig, ne? Haut ihr wieder ab. Fire has claimed the farm. Mist. Egal, wir haben es geschafft. Boah, guck mal, eine Wikingergruppe haben wir sogar gestürzt. Zieht Leine, Leute. Zieht Leine. Ihr wisst gar nicht, was hier abgeht. Gut, wir haben genug Stein, wir haben genug Holz. Auf jeden Fall haben wir einen Wikinger gelegt. Ein Feld wurde zermampft. Okay, aber hey, das ist doch, das ist gar nicht schlecht. Jetzt mal echt. So, können wir da auch noch zwei Farmen eigentlich hinmachen? Das ist doch gut gelaufen, ey, das ist doch gut gelaufen. Die Vikings, die können sich gleich wieder verzieseln. Die eine Bande haben wir gestürzt, hä? Und ihr seid auch nicht mehr komplett, oder? Frank, Steve und... Was haben die da? Die haben einen Villager mitgenommen. Die haben einen Villager mitgenommen. Alter, Rache. Ich werde Rache nehmen. Ich werde Rache nehmen. Das ist natürlich hinterher die Frage, von wo greifen die überall an? Man müsste jetzt hier so Türmchen noch hinbauen. 10 people. Nur 4 haben was gefunden. Was haben wir hier? Sir. Ja, store our harvest. Okay. Unhappy. So, your library. Let's fortify as best we can. Ja. Habt ihr gesehen, wie was dabei rausgekommen ist? Oh Mann. Fiese Vikings. Fiese Vikingser. So, aber falls jetzt nochmal einer von hier angreift, habe ich schon mal hier so ein bisschen Burgmauer gebaut. Mit einem kleinen Türmchen. Ich glaube, die Höhe des Turms macht die Reichweite dann, oder? Weil vielleicht, habe ich mir überlegt, ja, wenn wir jetzt eh gerade dabei sind. Warum kann ich da zum Beispiel kein Stonegate bauen? Warum geht das hier und hier nicht? Und hier nicht. Warum? Ich würde gerne ein Stone Gate bauen, aber... Okay, vielleicht muss ich da, schauen wir mal kurz. Geht es erst, wenn es fertig ist? Vielleicht hier noch einen draufstecken? Einfach so, mal testen, mal testen. Nö, 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 das geht nicht. Weil dann baue ich dann daneben noch einen Doppelballisterturm. Wieso kann ich denn hier überall bauen? Muss das irgendwie... Allows villagers pass through, but keeps enemies out. Aber warum kann ich das nicht... Hier sowieso nicht. Naja, warten wir mal ab. Eine Plage! Oh nein, ist schon wieder eine Plage. Und es sind schon wieder alle krank. Leute, 90! Also Plagendoktoren sind eigentlich, Ach, guck mal, der wurde wieder geheilt, oder was? Ein Plagendoktor ist hier unterwegs und heilt ein paar Leute. Alter, 28 Leute sind krank. Da wird doch die Hälfte von wieder verrecken. Da, ein Mitarbeiter. Warum gehst du krank zur Arbeit, Junge? Lass dich doch krank schreiben. Alter, das gibt's doch nicht, ey. Wir brauchen noch mehr Bewohner, oder was?
Na, aber irgendwer rennt hier rum und heilt ein paar Menschen, ne? Ist die Plage wieder geheilt? Hat der Plagendoktor seinen Work getan? Ja klar, weil jetzt hier Leute bleiben away. Wie kann denn die Happiness nur auf 70 sein? Ihr habt eine fucking Kirche. Ach so, okay. Wie, was ist los? Was ist, wo ist unser ganzes Essen? Oh, die Storages sind leer. Oh, oh. Ey, ich hoffe, dieser Sommer wird ein bisschen angenehmer, Leute. Wir haben doch einen Bäcker. Machen wir noch eine Windmühle irgendwo hin? Hier oben. Aber eigentlich macht eine Windmühle doch mehr Sinn. Genau, wenn man drumherum... Wenn man drumherum baut. Also wenn ich jetzt... Am besten baue ich da eine Windmühle hin. So, das sollte aber reichen dann. Es gibt doch bestimmt wieder dicke Ernte. Weil die können mir nicht erzählen, dass es zu weit ist. Guck mal, die haben hier direkt ein Storage. Die haben direkt hier zwei fette Storages. Da könnte ich noch einen dritten hinbauen. Mach mal open hier. Null, ist nichts drin. Hey Leute, wir brauchen dringend... Njam-njam. Schon wieder eine Plage mit 14 Mann. Was ist los mit euch? Ständig kriegt ihr irgendwie die Seuche? Ihr dürft nicht so viel rumknutschen und so. Ihr kriegt sonst Drüsenfieber und so ein Kram. Ist doch echt nicht schön. Okay, schauen wir mal, ob wir da wieder lebendig irgendwie rauskommen. Machen wir ein bisschen fixer, hä? Machen wir ein bisschen fixer. 75 Leute nur noch in meiner Stadt. Und jetzt verrecken wieder... Ein Haufen Leute wahrscheinlich. An dieser ekligen Seuche. Und dabei habe ich ja mal, wo hier das Mega-Monster... Gerät. Ah, oh, 4 sind gestorben an der Plage. Okay, kann ich noch mit leben. Aber 71, ey, da waren wir aber schon mal besser. Ich habe immerhin 111 Betten frei. Also, da muss doch mal was kommen jetzt. Road. Not fully stuffed. Not fully stuffed. Ey, mir fehlen richtig übel Worker, fehlen mir. Und vor... Alter, und 4 Leute sind wieder ausgezogen. Was geht denn hier ab, Leute? Dieser Wikinger-Angriff, der hat mich echt ein bisschen zurückgeworfen. Komische Musik. Die haben nichts zu essen. Kann ich nicht irgendwie... Warte mal, Food. Was haben wir denn hier noch so an Food? Nee, wir haben nur hier die beiden. Ja, Bäcker haben wir auch schon gebaut. Markt könnte ich noch bauen. Aber für den Markt habe ich dann auch wieder keine Worker. Und die Happiness ist echt gerade im Keller. Komm schon, wir brauchen mal endlich neue Villagers. Neue Leute. Die Gebäude arbeiten alle nicht mehr. Die Felder werden nicht mehr richtig bestellt. Es fehlen Menschen. Alle nippeln hier ab, kriegen Seuchen. Was? Aber da arbeiten 4 von 5, ne? Hauptsache, die Steuern werden eingezogen.
Alter, das Food ist direkt wieder weg, ne? Food ist direkt. Ich glaube, ich schließe mal noch eine so eine Steinmine hier. Brauchen wir im Moment nicht, oder? Wir haben eine Steinmine, oder beziehungsweise hier haben wir noch zwei Stück, die reichen erstmal. Dann habe ich hier jede Menge Eisenkram. Da steht auch nur einer rum und arbeitet eh nicht. Okay, die Happiness steigt wieder, weil vielleicht neue Mitarbeiter irgendwo gefunden werden. Komm schon, ein paar Leute müssen doch hier einziehen. Es muss doch schön sein. Es ist doch... Also meine Stadt ist doch jetzt nicht so schäbig eigentlich. Wir haben doch tolle Dinge hier. Einer ist wieder ausgezogen. Warum? Oh nein. Ach, Leute, 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 das ist doch alles ätzend. Aber guck mal, wir haben bald unsere erste kleine Verteidigungsmauer aufgestellt. Die wird wahrscheinlich irgendwann sowieso am Ende einfach mittendrin stehen. Weil ich müsste ja jetzt dann hier rumbauen. Gut, kann ich ja irgendwann machen, wenn es genug Stein gibt, kann ich das machen. Ne, so hier rumbauen, dann nochmal hier so ziehen, dann vielleicht hier rumbauen, darum wieder zurückbauen. Hier könnte, glaube ich, erstmal sowieso nichts passieren, außer sie kommen hier durch diesen Wasserpass. Aber das könnte man ja dann abpassen, indem man, wenn man jetzt sowieso dann hier rumgebaut hat, quasi so und so, ne, dann könnte man hier einen schönen Tower hinmachen, könnte hier übers Wasser bauen. Das wird am Ende, das wird passieren, Leute. Wir werden so viele Steine aus der Erde ziehen, bis uns der Arsch platzt. Oh, Entschuldigung, darf man das so sagen? Also Essen ist echt knapp, Freunde. Essen ist knapp. Wir brauchen mehr Mitarbeiter. Wir brauchen Happy-Kram. Es muss irgendwie was passieren. Es muss ein Festival stattfinden. Das große Winterfest. Freunde, Freunde. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen, was am Ende dabei rauskommt. Da ist ein glücklicher Typ. Hier ist jemand sehr, sehr hungrig. Oh, Leute, Kreiselingen. Small Village, ey. Ich dachte, wow, wir haben einen Preis erlangt. Es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, der Anführer zu sein. Sind wir ehrlich. Aber vielleicht schaffen wir es. Weißt du, die Happiness steigt gerade wieder so ein kleines bisschen, weil ich ein Festival werfe. Und ja, keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir bald wieder was zu essen. Guck mal, jetzt kommt der Regen. Ist doch schön, wenn der Regen kommt. Mit dem Regen kommt die Ernte, Freunde. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich aus der heutigen Episode. Es war mir wie meine große Ehre. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr mögt. Lasst eure Meinung wie immer da, wo ihr sie möchtet. Es klang auch jetzt irgendwie wieder ein bisschen. Das kann man wieder mehrfach interpretieren. Naja, gut, trotzdem. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann.